Servus und herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Quatsch, am Freitag zum Dienstagsvlog, so rum. Geht das schon wieder los. Ach, diese Tage. Ja, im Hintergrund, man hört den IHC. Ich habe gerade den Kipper rangehängt. Ich fahre jetzt dann mal rauf zu meiner Bäuerin und schau mal, ob sie da ist. Ich habe angerufen, hat aber keiner gehört. Vielleicht ist sie gerade im Garten draußen, kann sein. Ich fahre auf alle Fälle mal rauf und guck mal, ob ich mal Heu holen kann. Und dann nehme ich euch dabei mit und ich nehme meinen Kumpel Reilly auch gleich mit. Hey Hund! Da freut er sich. Jo, viel Spaß! Was da so rumpelt, ist die Heugabel und der Rechte. Liegt auf der Ladefläche, scheppert immer so schön.
dass wir nichts mitnehmen. Übele. So Leute, hier haben wir die neue Kramer-Garage. nicht selbstverständlich nicht, aber KL300 mit Stuhl-Kartoffelsteckmaschine und vorne dran der KA15, der kriegt morgen eine Zweiachse noch dahinter. Da stellen wir die ganzen Kisten mit den Kartoffeln drauf. Ja, morgen, wenn das Wetter dann passt, es soll schön werden, dann werden Kartoffeln gesteckt. Tja. Haben wir das gespannt, gerade mit dem Radlader noch rausgehoben, mit Ketten und hier hingestellt, angehängt, beziehungsweise unten hingestellt, mit dem Kram hinuntergefahren und angehängt. Und dann kann das so gut wie losgehen. Ja. So Leute, Samstagmorgen, naja, fast Mittag, der Vater war im Wald, der ist jetzt daheim. Ich habe den Kartoffelstecker gerade noch soweit fertig gemacht, ein paar Blechler ergänzt, die gefehlt haben in die Drehtelle. Ja, und jetzt können wir dann Kartoffeln stecken. Der KA15 mit den Zweiachse steht schon unten. Da sind die Kartoffeln drauf. Jetzt weiß ich auch alles, was ich an Sorten habe. Bamberger Hörnle, blaue St. Galle, Franzelin, sind rotschalige, Melody mehlig kochend, Soraya vorwiegend fest, Gala vorwiegend fest, Talent mehlig kochend, und Futterkartoffeln. Ja, und wenn ich nichts vergessen habe, dann war das alles. Die sind alle auf dem Hänger. Halt ein wenig bunt gemischt, aber das tut nichts zur Sache. Gut, dann werden wir jetzt gleich mal loslegen. Ja, mein Heu habe ich ja gestern gar geholt. Ich habe es dann nicht mehr gefilmt, wie ich heimgefahren bin und abgeladen habe. Der halbe Kippe ist auf jeden Fall in den Stall gegangen. Und die andere Hälfte habe ich im Stottel neben auf. Ja, da komme ich jetzt circa 6 Wochen damit hin. Und dann liegt mindestens noch mal dieselbe Menge da oben. Was will man mehr? Optimal, freue ich mich drüber. Die Boyera freut sich, weil es los ist. Ich freue mich, ich habe Futter für die Viecher. Sind wir doch alle glücklich. Ja, habe auf alle Fälle gestern dann mit dem Vater noch den Erbsenstecker rausgeholt. Den haben wir mit dem Radlader rausgeholt. Und ja, eine KL300 angehängt. Ja, und ich habe vorhin da noch ein paar Legebleche oben hinten ergänzt. Da haben einige gefehlt. Die Dinger hier. Das ist einfach verzinktes Stahlblech. Habe ich neue gebaut. Ist ja nichts Besonderes. Ein wenig umgebuckelt und ja. Die sind zwar jetzt nicht in der Originalgröße, da waren sie noch länger, aber das tut es für seinen Zweck. Die braucht man dafür, damit zum Beispiel kleine Kartoffeln beim Weicherhandler nicht dann unter die Rinne da drunter kommen, beziehungsweise die verkeilen sich gerne mal und da liegen sie dann ein bisschen auf und werden mitgeführt, deswegen eigentlich sind die Bleche noch länger, fast wie hier, aber das wird gehen. Ja, da kann es auf alle Fälle losgehen. Ja Leute, die Kartoffeln sind schon fertig gesteckt. Ja, und ich konnte nichts filmen, warum nicht? Ich musste heute fahren. Ja, ich war heute Fahrer. Ich bin absolut nicht dazu gekommen zu filmen. Zu viel auf andere Dinge konzentriert. Ja, blöd gelaufen. Was machen wir jetzt? Ja, deswegen ist das Kartoffellegen relativ zügig gegangen. Jetzt sind wir außen bei unserem Wald. Wir machen die Bäume raus. Da ist ein bisschen was zu holen. Der IHC ist schon da. Der KA15 mit dem Zweiachse hinterher. Und der Radlader mit dem Reifen müsste eigentlich auch gleich kommen.
Vor lang Rössern buchen, dass du gerade herkommst. Hey, komm was? Was machst du da? Ja, so und die anderen dann zu. Wie das sieht aus? Ich hab jetzt gedacht, alle hast du. Ich muss natürlich wieder meine Auflaufbremse deaktivieren beziehungsweise aktivieren. Wir mussten da was umbauen. Früher war da mal ein Kunststoffschnapper dran, der den oben gehalten hat. Der ist aber kaputt. Deswegen habe ich einen Splint neu gemacht in das Loch. Ja, muss man halt immer absteigen und kann sie halt nicht mehr vom Schlepper aus aktivieren. Aber so funktioniert es auch. Alter, wegen umständlicher, aber so kann man wenigstens rückwärts fahren. Weil ohne Schnappe öfter mal, das Ding ist nicht richtig neu, dann hat er die Bremsen eingehauen, dann musstest du wieder vor und bergab überhaupt nicht. Na, dann machen wir es halt so und dann funktioniert die Sache auch ganz gut.
rüber. Kurz vor 22 Uhr, Samstagabend, immer noch derselbe Tag. Ja,
was ist heute passiert. Kartoffeln gesteckt, Holz geholt, Pferdestall ausgemistet, Schweinestall ausgemistet, Hühnerstall ausgemistet. Ja, und hier unten bin ich jetzt eben gerade eben fertig geworden. Wir haben vorhin noch Abend gegessen. Mal schnell eine halbe Stunde, aber Kulmbacher Brotwurst und Bratwurststollen. Ja, jetzt steht der Kramer noch da mit der Lore und mit dem Mist drauf. Und die verfahre ich jetzt noch. Ist mir ganz ehrlich egal. Wir haben jetzt aktuell 10 Minuten vor 22 Uhr. Die Landwirtschaft bis 22 Uhr, brauchen sie sich nicht ins Hemd scheißen. Mache ich mal Arbeit. Und ja, während der Ernte auch länger. Das ist keine Ernte, aber den Job mache ich noch, weil morgen am Sonntag muss ich es dann auch nicht machen. Aber das machen wir jetzt noch. Viel Spaß bei einer Nachtfahrt. Jetzt ist es ganz kurz nach 10. Der Mist ist verfahren, die Lore ist leer. Und jetzt bin auch ich mit der Arbeit endlich fertig. Ja, würde ich sagen, das war ein arbeits- und erfolgreicher Tag. Ja, wie gesagt, Kartoffeln, Holz aus dem Wald geholt, Hackgut aus dem Wald geholt. Was wir dann durchhäckseln müssen. Sämtliche Stelle sauber gemacht, Mistverfahren, Kartoffeln ja noch aussortiert gehabt vorher und. Also, ich glaube, ich habe alles nachgeholt, was ich die letzten Wochen verpasst hatte. Das kann sich sehen lassen. Machen wir Feierabend. Ich denke mal, für den Samstags-Livestream wird es leider schon ein bisschen spät, weil ich glaube, um kurz nach 10, bis ich den Computer angeschmissen habe, das wird nichts. Ja, ihr werdet es ja dann gesehen haben oder vielleicht sehen, ob es da einen gab. Ansonsten höchstwahrscheinlich am Sonntag. So Leute, mittlerweile ist Montagabend. Ja, jetzt haben wir am Sonntagabend doch noch einen Livestream gemacht. Und waren wieder einige Leute von euch dabei, habe ich mich gefreut. Ja, war zwar relativ kurz, nur eine Stunde oder eine Viertelstunde oder sowas. Ich war recht spät dran. Habe mich aber trotzdem gefreut, dass wieder einige dabei waren. Ja, gestern am Sonntagabend, also bei euch dann vorgestern, hat es mal gescheites Gewitter gegeben. Ein Platzregen, das waren 10 Liter auf einen Quadratmeter und das innerhalb von 2 Minuten. Ist mal ein bisschen was runtergekommen. Ja, heute hat es auch wieder ein bisschen geregnet, aber längst nicht so viel. Oder so stark. Mengentechnisch war es natürlich schon ein bisschen mehr, das waren vielleicht auch nochmal 10 Liter heute. Aber wie gesagt, schön klein, schön langsam, optimal so. Ja, Kartoffeln sind im Boden drin, die bleiben jetzt da noch ein bisschen drin, da gucken wir mal. Und
Ja, gehäufelt werden müssen sie demnächst. Das liegt ganz normal wie immer an. Und dann passt das auch. Und dann geht's jetzt, ich schätze mal, entweder, wenn das Wetter passt, nächste Woche oder übernächste Woche mit dem Heu los. Müssen wir mal gucken. Dann ist bei mir der erste Schnitt. Entweder die letzte Maiwoche oder die erste Juniwoche. So der Plan. Je nachdem, wie halt das Wetter ist. Das wird sich zeigen. Und dann, ja, geht das Jahr, das landwirtschaftliche Jahr so richtig rund. Geht wieder richtig los. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, was auf alle Fälle bei mir noch ansteht. Nächste Woche Sonntag oder diese Woche Sonntag. Ich glaube, der 26. ist es. Schleppertreffen in Gelbsreuth. Markt Wonsees. Da bin ich auf alle Fälle wieder draußen. Ist ganz fest eingeplant bei mir. Falls jemand mit draußen ist und mich sieht, dürft ihr mich gerne ansprechen. Überhaupt kein Thema. Ob ich dann da bin, definitiv da bin, erfahrt ihr dann auch nochmal einen Freitagsvlog. Kann ja sein, dass noch irgendwas dazwischen kommt, aber wie gesagt, fest eingeplant ist es. Welchen Schlepper das ich mitnehme, weiß ich noch nicht, aber das wird sich zeigen. Ich wünsche jetzt auf alle Fälle allen eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Servus.